Das wichtigste Instrument für Schumann war das Klavier. Er hat seine ersten kompositorischen Versuche und bis Opus 23 einschließlich nur für sein Instrument geschrieben. Und gegen Ende seines Lebens, nachdem er natürlich wundervolle Liederzyklen, hervorragende Kammermusik, Sinfonien geschrieben hat, etc., etc., kommt er am Schluss seines Lebens zum Klavier wieder zurück und schreibt dann die Geistervariation. Am Schluss seines künstlerischen Lebens, er verbrachte dann ja noch 2 Jahre in der Nervenheilanstalt in Bonn-Endenich. Und einen Bogen zu spannen, eben von den ersten kompositorischen Versuchen über die Reifejahre quasi, die Kinderszenen, dann auch aus der Dresdner Zeit die Waldszenen bis hin zu den späten Geistervariationen, einen Bogen zu spannen über sein kompositorisches Schaffen anhand dieser Miniaturen, dieser kleinen aphoristischen Momentaufnahmen. Ich glaube, das ist eine ganz besondere Stärke Schumanns, in wenigen Takten eine Stimmung einzufangen, einen Charakter einzufangen, ein Bild zu schaffen, eine Maske zu schaffen. Er hat sich ja hinter verschiedenen Charakteren versteckt. Eusebius, Florestan sind natürlich die beiden Klassiker, der Träumer und der Wilde nach außen gekehrte. Und er liebte das Spiel mit diesen verschiedenen Charakteren und Typen. Und in seiner Musik ist unendlich viel an Informationen auch chiffriert. Und das ist eine ganz spannende Aufgabe, das alles herauszufinden. Beispielsweise wie in der ersten Kinderszene von Fremden, Ländern und Menschen B.A.C.H. gewürdigt wird. Nimmt man natürlich normalerweise gar nicht wahr, weil es so wunderschön eingeflochten ist in die Triolenbewegung. Aber so ist seine Musik für mich wie eine Geheimsprache, wie ein Geheimcode. Und für den, der heimlich lauschet, wie es in dem wunderbaren Motto zur Cello-Fantasie steht, ein leiser Ton gezogen für den, der heimlich lauschet. Wenn man sich darauf einlässt und in diese Musik hinabsteigt und in diese Seelenwindungen und teilweise auch Abgründe und Verlassenheiten und Verzweiflungen, aber auch Glücksmomente und Euphorien und ich weiß nicht was, dann ist es wirklich ein wunderbares Erlebnis und ein sehr aktuelles Erlebnis. Und mein Ziel ist es immer bei Aufnahmen, das so lebendig, so spontan wie möglich zu gestalten. Und das ist das, was Schumann so spannend macht, dass man auch so wechselhaft sein muss innerlich. Und hier geht es darum, wirklich in Bruchteilen von Sekunden die Atmosphäre einzufangen. Die Papillons, wo er seine ersten kompositorischen Versuche unternommen hat, strotzen vor Selbstbewusstsein und vor Ich-Gefühl, zeigen schon auch den völlig nach innen gekehrten und den einsamen Schumann, aber sind doch von einer originellen Provokanz, dass man sich wirklich fragt, wie kann ein 18-, 19-Jähriger sich sowas ausdenken, ohne Vorbild quasi, auch einen sehr originellen Klaviersatz konzipieren. Und man spürt diesen Enthusiasmus, dieses nach vorne streben und jetzt komme ich und diese Euphorie quasi. Und wie das dann im Laufe der CD vielleicht bei den Kinderszenen eine sehr schöne Ausgeglichenheit findet, über die Waldszenen dann in die B-Tonarten vorrückt, die doch vielleicht eine größere Wärme noch erzeugen als die Kreuztonarten der Papillons und der Kinderszenen und wie seine Musik immer mehr nach innen gekehrt wird, vielleicht immer schlichter wird, mitnichten ärmer, was man ihm ja oftmals dem späten Schumann vorgeworfen hat, aber dass er Einflüsse von Schubert, Einflüsse von Mendelssohn in seine Musik mit aufnimmt und sich immer mehr nach innen kehrt bis hin zu den völlig verlassenen Geistervariationen, mit der anrührenden Geschichte, dass eben nachts eben das Thema von Engeln eingegeben wurde und er sogar die Vision hatte, dass Schubert ihm dieses Thema hat zukommen lassen und er sich wirklich diese 5 Variationen abringt. Man spürt dort diesen körperlichen Kampf. Ich fühle bei den frühen Stücken, bei den Papillons insbesondere, diese enorme Euphorie, diese enorme Lebenslust.
diese Tanzlaune, das ist ja eine Sammlung von Walzern und Polonaisen, teilweise ziemlich verrückt und obskur und auch skurril. Und Papillons, Schmetterlinge, wie der Name schon sagt, es flattert und es ist kaum zu fassen. Und kaum hast du einen Gedanken, ist er schon wieder vorbei und die nächste Person betritt die Szene. In den Kinderszenen ist ja jedes Werk mit Titeln versehen. Wobei Schumann selbst gesagt hat, dass diese Titel erst nachträglich hinzugekommen sind. Er hat zuerst geschrieben und dann sich diese Titel ausgedacht. Und sie sollen eine Hörhilfe sein, aber eigentlich ist die Musik so stark, dass er der Titel nicht bedarf. Aber trotzdem hat es so eine Reinheit, so eine im schönsten Sinne auch Naivität, die es, glaube ich, bedarf, um diese Stücke zu spielen, weil es doch auch Gedanken sind, die mit Kindern zu tun haben sind oder Bilder, die mit Kindern zu tun haben. Und sehr schön, dass Clara Schumann einmal zu ihrer Tochter gesagt hat, Eugenie, ich zitiere, wenn der Papa euch hat spielen sehen, sind ihm immer so gleich Bilder in den Kopf gekommen, die er in Kompositionen verwandelt hat. Also ganz banale, triviale Dinger, wenn die Kinder im Garten gespielt haben oder ich weiß nicht was fangen gespielt haben oder sich in die Sonne gelegt haben, dass dann diesem Genie gleich Bilder einfallen, die er dann in diese Szenen umsetzt.